So Leute, nachdem ich die Drohne mit euch zusammen ausgepackt habe, ich weiß, das ist nicht das beste Video geworden und nachdem ich jetzt auch die ersten Flüge absolviert habe, möchte ich nochmal abschließend ein paar Dinge zur Bedienung sagen. Die Drohne lädt gerade. Das hier ist der Controller, sowie mein iPhone. Das hängt da dran. Das müsst ihr bedenken vor dem ersten Flug, dass das Handy, hier oben wird das ja reingespannt, dass das immer mit einem Kabel verbunden werden muss, falls Bluetooth ausfällt oder ich weiß auch nicht genau warum. Und da sind alle möglichen Kabel in der Schachtel dabei. Das funktioniert gut. In meinem Fall ist das USB-C auf USB-C. Ganz kurz, wie schalten wir das Gerät grundsätzlich ein? Wir tippen kurz auf den Einschalter und dann tippen wir lang drauf, bis wir ein Geräusch hören und dann ist das Gerät grundsätzlich eingeschalten. Wir starten gleich die DJI App. Zuvor schalten wir aber auch noch die Drohne ein. Der Einschalter ist auf der Unterseite und das machen wir nach dem gleichen Prinzip. Kurz drücken, die will gerade nicht so richtig. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie im Moment lädt. Ich nehme sie jetzt mal vom Strom und dann klappt das auch. Die blinkt hier gerade relativ wild. Ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich hat sie zu wenig Strom. Das ist gut möglich. Auf jeden Fall ist sie jetzt angeschalten. Kopplung mit Fernbedienung. Mobilgerät über RC-Kabel verbinden. Das ist der Fall. Ich mach nochmal aus, mach nochmal an. Und dann tut sich hier auch was. Verbindung erfolgreich. Und jetzt schalten wir um auf die DJI App. So, jetzt sind wir hier in der DJI App. Wir sehen natürlich nichts, weil das Kamera-Gimbal blockiert. Wir können hier die Kamera umschalten. Einfach, zweifach, glaube ich, und so weiter. Wir können direkt Aufnahmen machen. Wir können hier in unser Album reinkommen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das zu Hause machen. Ich glaube, das ist die einzigste Möglichkeit, hier die Dateien zu übertragen. Ich kann die jetzt alle auswählen und dann sollte ich die entsprechend auf mein Mobiltelefon herunterladen können, also in die Fotos-App unter iPhone. So, das dauert jetzt einen Moment. Alternativ könnte man natürlich die Speicherkarte aus der Drohne holen und die irgendwie in den Computer reinstecken. Ja, habe ich aber momentan keinen Adapter, deswegen ist das hier die einzigste Möglichkeit für mich, an die Aufnahmen zu kommen. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Ich hoffe, das wird jetzt runtergeladen. Prüfen wir gleich nochmal. Dann gibt es hier oben das Punktmenü. Da gibt es verschiedene Einstellungen, die wir machen können. Maximale Flugdistanz, maximale Flughöhe, automatische Rückkehrhöhe etc. Startpunkt aktualisieren, Kompass kalibrieren, Sensoren, Akku-Info, Geozonen, erweiterte Sicherheitseinstellungen, meine Drohne finden, Steuerung, metrisch, das macht hier natürlich Sinn, das in Kilometer oder Meter anzeigen zu lassen. Anzeigezoom, Gimbal-Modus, der Gimbal bleibt horizontal fixiert, wenn das Fluggerät in Bewegung ist, oder FPV-Modus, der Gimbal bleibt horizontal fixiert, wenn das Gerät in Bewegung ist. Also man kann ja verschiedene Gimbal-Einstellungen machen, Gimbal-Rotation aufwärts erlauben, Gimbal-Kalibrierung, Mobilgerät laden, das ist möglich über die Fernbedienung. Wir können den Steuerknüppel-Modus verändern, die Fernsteuerung kalibrieren, uns ein Flugtutorial anzeigen lassen und vieles mehr. Hier können wir Kameraeinstellungen vornehmen. Wir können also das Format ändern, 4:3 oder 16:9. Wir können uns Gitterlinien anzeigen lassen, wenn wir das möchten. Macht durchaus Sinn, finde ich. Hilfsrahmen, nur bei Aufnahmen im Querformat verfügbar. Weißabgleich automatisch oder manuell. Übertragung, Plattformen für Livestreaming. Also Wahnsinn, was man hier alles einstellen kann. Firmware des Fluggeräts, auch das können wir prüfen in diesem Modus. Und dazu muss, wie gesagt, die Fernbedienung eingeschalten sein. Das Fluggerät selber muss eingeschalten sein und nur dann können wir solche Sachen machen. Firmware ist auf dem neuesten Stand. FlySafe-Daten, neue Aktualisierung verfügbar, aktualisieren. Ja, und genauso können wir halt auch die Firmware hier aufspielen. Das dauert jetzt auch wieder einen Moment. So, der Prozess ist jetzt abgeschlossen. Die Übertragung ist beendet und im Grunde war es das, was ich euch sagen wollte zur Bedienung der DJI Mini 2.
Eins vielleicht noch, wie gesagt, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, hiermit können wir den Gimbal ausrichten. Das ist die Start- und Landetaste und hier können wir zwischen Cine Normal und Sport umschalten. Bei Sport werden die Sensoren deaktiviert. Wir können zum Beispiel nicht auf dem Boden rumfliegen mit der Drohne. Da piepst es vorher und wir können einfach nicht tiefer fliegen. Bei Sport werden diese Sensoren wohl deaktiviert und im Cine-Modus, da sind die Bewegungen, wenn ich es richtig verstanden habe, des Fluggeräts verlangsamt insgesamt, sodass man halt besser Filmaufnahmen machen kann. Das waren so die wichtigsten Erkenntnisse zur Bedienung, um euch vielleicht den Start etwas zu erleichtern. Keine Angst vor dem Verbindungstutorial, das ist ziemlich einfach. Da klickt ihr einfach auf eure Drohne und auf das jeweilige Tutorial. Dann braucht ihr eine E-Mail-Adresse, mit der ihr euch ein DJI-Konto erstellt und dann kann es auch schon losgehen. Wir haben das on-demand gemacht, sozusagen kurz bevor wir die Drohne zum ersten Mal haben fliegen lassen. So, ich hoffe, das Video war hier vielleicht für den einen oder anderen hilfreich. Ich bin jetzt raus an der Stelle, wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns demnächst wieder in einem anderen Video auf diesem Kanal. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Thank you.